dieser Kralle Zado, dieser dieser Papa Kralle, dieser Wallah, das wird nicht mit mir gemacht, ja Maniak. Der hat meine Mutter angerufen, dieser Ehrenlose, ruft meine Mutter an, weil er keine Ehre hat. Ich erwarte Papa Kralle, seine Schwester, die ruft mich auch gerade schon an, merke ich. Die Schwester von Papa Kralle. Ja? Wallah, eigentlich interessiert mich nicht, was die Leute so erzählen oder sagen. Ich habe alles friedlich mit Papa Kralle geklärt. Libanesen und libanesische Kurden halten zusammen. Was geht ab, Leute? Lejonko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Meine Freunde, heute geht auf jeden Fall die Post ab. Ihr wisst gar nicht, was passiert ist. Ich will nicht um den heißen Brei reden, meine Freunde. Es wird sehr, sehr wild. Ihr müsst von Anfang bis zum Ende am Start bleiben. Besorgt euch Chips, Meeps, Dips, Popcorn. Lehnt euch zurück, gebt euch das Video. Vergisst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ne? Schaltet die Glocke ein, um nichts mehr zu verpassen. Sonntag kommt ein sehr, sehr krasses Video. Wenn alles gut läuft, Sonntag kommt ein sehr, sehr krasses Video. Alle diesen Stream teilen, jeder muss hier reinkommen, jeder muss sehen, dass ich hier drinnen bin. Gestern bei 1000 Zuschauern wurde einfach mein ganzer Account geblockt. Mein ganzer Account wurde gesperrt. Aber wir werden das nicht auf uns sitzen lassen, okay? Gar nichts. Deswegen geht alle, teilt alles, schickt alle, jeden, Wallah, ich werde euch zeigen, wer ich bin, Wallah. Dieser Kralle Zado, dieser Eire, dieser Papa Kralle, dieser Kalb, Wallah, das wird nicht mit mir gemacht, ja Maniak. Teilt alle den Stream. Der hat meine Mutter angerufen, dieser Ehrenlose, ruft meine Mutter an, weil er keine Ehre hat. Warte mal, warte mal, warte mal. Zwei Fragen. Wieso hat Papa Kralle die Nummer von deiner Mutter? Und die nächste Frage ist, hatte er was mit deiner Mutter? Weil er keine Ehre einfach hat. Dieser Typ besitzt null Ehre, okay? 0,0 Ehre besitzt er. Und dann wurde jetzt noch mein Account gesperrt, mein Hauptaccount mit fast 16.000 Followern. Aber ihr seht ja, guck mal, in 24 Stunden haben wir wieder 1.300 knapp jetzt. Aber die Leute müssen auch verstehen, dass ich hier live bin. Deswegen teilt alle den Stream, Cousins, Cousinen. Teilt alle den Stream. Hier ist der einzig wahre Ahmad Patron, der für Papa Kralle seinen Untergang sorgen will. Für diesen Rentner Charadib, diesen Kalb, dieser Rentnerdieb. Ich werde dafür sorgen, dass der auf Flasche sitzt in Izmir. Warte nur ab, Papa Kralle. Das lasse ich mit mir nicht machen, okay? Papa Kralle, du hast jeden Tag das Gleiche an. Du siehst aus wie der größte R. Du bist der größte R und ihr habt mein Video gesehen, das ist ein Vorgeschmack. Ich werde dich ballern in Videos, Wallah, ich werde dich rasieren, warte ab. Und jetzt postet er, dass er gut ist mit Papa Kralle, dass er sich ja nicht entschuldigt hat mit Papa Kralle. Du hast dich bei Papa Kralle jetzt entschuldigt, nach diesem Livestream hier. Hat ja nicht lange gedauert, Alter, 2 Minuten. Was los? Ahmed, du kannst diese Filme nicht mit jedem machen. Das weißt du auch selber. Tust aber dennoch immer noch, als hättest du irgendwie, keine Ahnung, große Eier und dir kann keiner was. Du bist ein Angsthase. Du scheißt dir in die Hose. Du bist einfach ein Mensch, du brauchst Aufmerksamkeit. Hat dir dein Vater keine Aufmerksamkeit gegeben oder was? Guck mal, jetzt wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Gib euch mal. Glaub mir, mich kriegt man hier nicht boykottiert oder wie man das auch immer nennt. Ich bin hier, Ahmad Patron ist hier, okay? Das ist sein zweiter, sein Account, vorüber, bis der andere Account wieder frei ist. Wir müssen gucken, dass wir den irgendwie wieder frei kriegen, Leute. Und deshalb, Wallah, wir werden auch wieder mit Barella gehen. Ich glaube, man muss so eine 3-Tages-Challenge machen, wo wir, wie heißt es, wo wir, ja, eine 3 Tage muss ich irgendwie live gehen, damit ich Leute einladen kann. Dann werde ich jetzt, ich werde jeden TikToker auf ihn hetzen. Jeden TikToker, Wallah, ich werde mit jedem TikToker live gehen. Mit den schlimmsten TikTokern werde ich live gehen und werde dich auseinandernehmen, Papa Kralle. Ja, machst du Amenakoim, ja, du machst gar nichts. Du machst gar nichts, Ahmad. Du bist ein kleiner Göttwerden. Junge, du kannst dich mal gerade ausgucken. Du bist ein Göttwerden, bist du. Mehr bist du nicht. Wallah, ich nehme dich gar nicht ernst. Ahmad, man nimmt, keiner nimmt dich hier ernst. Er schreibt mir auch noch, ja, komm endlich Boxkampf und was weiß ich was. Olum, was für Boxkampf? Was hast du? Geht's dir gut? Dir geht's gar nicht gut, ne? Dich nimmt niemand ernst. Dich nimmt niemand ernst, du kleiner Schwanz. Nicht mal mein Hund nimmt dich ernst. Ja, nee, mein Hund schickt dich Leckerlis holen. Weißt du, was ich meine? So krass gesunken bist du. Mach 10.000 Likes vor, dass jeder uns hier sieht, Wallah, dass jeder weiß, Ahmad Patron ist in diesem Livestream drin. Was ist das für ein ehrenloser Kalb? Der hat meine Mutter angerufen, dieser Ehrenlose. Hat meine Mutter angerufen. Alle diesen Stream teilen hier. Ich bin hier zurück, Wallah. In 24 Stunden habe ich über 1000 Follower geholt, um live zu gehen, Habibus. Wisst ihr warum? Weil mich kriegt man nicht runter. Keiner kriegt mich runter. Kein einziger kriegt mich runter, okay? Okay, und jetzt macht er auch noch vor Altersheim Videos. Gebt euch mal. Komm, Papa Kralle, komm. Komm, Papa Kralle. Komm, Papa Kralle. Ahmad Patron, hast du einen neuen Hund gekauft? Ah ja, Abel. Weißt du, wie er heißt? Wie heißt er? Der heißt Papa Kralle. Der hört zwar noch nicht ganz auf Ahmad Patron, aber ich werde ihn erziehen.
Ach, der will immer hier im Altersheim spazieren gehen. Keine Ahnung warum. Ich glaube, er fühlt sich von alten Menschen angezogen. Aber egal, alles gut. Auf jeden Fall, Papa Kralle werden wir noch erziehen. Und das wird auf jeden Fall super mit dem Hund. Ahmad, hat aber nicht lange gedauert, bis du dich entschuldigt hast, hä? Gib euch das mal bitte. Guck mal, Walla, was ein Hund. Gib euch das mal. Guck mal, wie so eine kleine Kach. Guck mal, jetzt guckt euch das mal an. Wie so eine kleine Kach. Walla, eigentlich interessiert mich nicht, was die Leute so erzählen oder sagen. Ich habe alles friedlich mit Papa Kralle geklärt. Wir haben wie Männer gesprochen, weder Entschuldigungsvideos, Filme oder sonst was, also hört auf Scheiße zu labern, diese TikToker Jaraks, die hinter meinen Rücken reden und irgendein Scheiß labern, kommt persönlich, dann sehen wir, ihr Hunde wollt einfach nur diesen Streit, weil ihr wisst, es wäre eskaliert, wir sind beide starke Streamer, während ihr in unsere Richtung bellt und Libanesen und libanesische Kurden halten zusammen, das ist so und wir immer so bleiben, wir sind alle gleich. Oh nee, Freunde, ich will tun, die backen will. Junge Ahmad, der hat sich einfach zu seiner Kach gemacht und fertig. Papa Kralle hat dich gepoppt. Papa Kralle hat dich ordentlich gepoppt. Du hast dein Gesicht schon zum 5. Mal verloren. Reich, geh in Ruhestand. Ahmad, geh endlich in den Ruhestand. Kümmere dich um deine Familie und fertig. Bringt nichts mehr, hier einen auf hart zu machen. Dich nimmt keiner ernst. Du bist ein kleiner Götter. Geh, versuch, lern irgendwie gerade auszugucken oder so. Keine Ahnung, geh in eine Augenschule oder so. Keine Ahnung, mach aber irgendwas, was auch nützlich ist für dein Leben oder für deinen Werdegang jetzt. Du hast verkackt. Geh, kümmere dich um deine Kinder. Das war's. Das war's mit dir. Er hat dich offiziell zu einer kleinen Kach gemacht. Zu einer Scharmutter hat er dich gemacht. 100%. Und wir werden schon sehen. Chica, danke dir. Chica wird auch auf Papa Kralle ballern. Dafür werde ich sorgen. Walla, Chica steht hinter mir, Barella steht hinter mir. Jeder Fitnermacher hier auf TikTok steht hinter Ahmad Patron, weil sie wissen, was ich auf dieser App gemacht habe. Walla. Yo, geh mal deine Haare kämmen, Amanakoyim. Sitze da wie Homer Simpson und redet, macht auf krass, Amanakoyim. Wie hat der seine Haare gekämmt? Bunei, Amanakoyim. Amanakoyim, du satt schnell, Mann. Der hat nur 3 Haare auf dem Kopf. Ich werde dafür sorgen, Papa Kralle, dass du unter jedem sein Schuh hier bist auf TikTok. Hast du verstanden? Und Adriano, du kleiner P***, du siehst aus wie Sinan G auf Wish bestellt. Ich werde deine Underdog, Mutter Femmet. Ich werde wieder richtig gesetzlos, ihr kleinen Hunde. Egal, wir werden sehen, was passieren wird. Adriano, auf jeden Fall, du erstmal beiseite, weil du bist unwichtig. Du bist unwichtig. Ich erwarte Papa Kralle, seine Schwester, die ruft mich auch gerade schon an, merke ich. Die Schwester von Papa Kralle. Ja? Ja, aber ich zahle für dich nur ein Hostel, weil ein Hotel bist du gar nicht wert so. Oh mein Gott, was hat der gesagt? Was hast du gerade gesagt, Ahmad? Ahmad, willst du sterben? Was hast du da gerade gesagt, Lan? Der hat jetzt gerade wirklich gesagt, oder habe ich mich verhört? Okay. Ja, okay, alles klar. Ja, ich komme später, ich bin noch live. Ich muss noch wegen deinem Bruder Papa Kralle hier noch ein bisschen was besprechen. Und danach komme ich zu dir. Ciao. So, die Kappa wartet auch schon. Ey, das hat der doch nicht wirklich gesagt jetzt alles, oder? Oh mein Gott. Hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Kralle, du darfst den nicht verzeihen. Papa Kralle, verzeih dem nicht. Vertrau mir, der macht das immer wieder. Der braucht Aufmerksamkeit. Der braucht Aufmerksamkeit, Digga. Ulan, Ahmed, diese 3 Haare auf dem Kopf wirst du nicht mehr lange haben. So, auf diese Tour wollt ihr, Ahmad Patron, ha? Ich werde ehrenlos und gottlos. Junge, Adriano, verzieh dich mal. Walla, du interessierst niemanden. Ich hoffe, du, ich hab deine Nummer gegeben. Da, wie er nur einfach nur in diesem Beef seinen Namen drin haben will. Junge, nenn dich mal lieber Sinan G of Wish, du Peachlan. Nenn dich Sinan G of Wish, du Peachlang. Okay? Leute, teilt den Stream weiter. Tippt alle auf dem Bildschirm. Macht 10.000 Likes voll. 10.000 Likes müsst ihr voll machen. Am besten Supporter King Walla. Tippt alle auf dem Bildschirm, Leute. Und damit mehr Zuschauer reinkommen, damit sie sehen, dass Ahmad Patron hier sitzt und weitermacht, okay? Hier sitzt, was für Papa Kralle, Mann, was? Sag, wo? Schickt mir doch eure Leute. Walla, wo sind die? Auf diese Red Bull-Dose werdet ihr sitzen, ja klar. Auf diese Red Bull-Dose, okay? Mr. AMG, ich kann dir gerne die Adresse von deiner Anne schicken, okay?
Könnt ihr euch vorstellen, dieser Typ hat eine Familie, hat Frau, Kinder zu Hause, Amenakoyim, und trotzdem benimmt er sich so im Netz, sagt solche Sachen im Netz. Du hast Kinder, die sollen dich doch als Vorbild sehen. Was machst du da, Lan? Was machst du da? Du hast doch sowieso schon Gesicht verloren, Amenakoyim. Dich nimmt niemand mehr ernst. Dich hat noch nie jemand ernst genommen. Was hast du für Probleme, der? Ja, nee, ich sag euch ganz ehrlich, Leute. Wir waren gestern bei knapp 1000 Zuschauern, nach nicht mal 10 Minuten live. Und dann auf einmal diese TikTok-App ist die schlimmste App einfach. Vom Nichts. Komplett gesperrt. Ja, was soll der Mist? Wallah, was soll der Mist? Gib mir meinen alten Account wieder. Gib mir einfach meinen alten Account wieder. Und fertig. Ich hole mehrere tausend Leute, die in eure App reingehen und ein Live zuschauen. Und das ist der Dank dafür. Wallah, Leute, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Aber Papa Kralle, du kleiner Kalb. Du hast dich mit dem Falschen angelegt und das weiß jeder. Wir werden sehen, die Tage werden bestimmt YouTube-Berichte kommen oder sonst was von unserer Sache hier. Und dann werden wir sehen, möge der Bessere gewinnen auf jeden Fall. Ich werde dich auseinandernehmen, ich bin mir 100% sicher, du kannst gar nichts gegen mich, weil mich interessiert nichts, verstehst du? Ach so, du willst den Beef gewinnen. Tamam, du willst den Beef gewinnen. Libanesen und libanesische Kurden halten zusammen, das ist so und wir immer so bleiben. Ich werde dich auseinandernehmen, ich bin mir 100% sicher, du kannst gar nichts gegen mich. Libanesen und libanesische Kurden halten zusammen. Olum, sei mal nun Göttweren. Allah, du hast Gesicht richtig verloren, Bruder. Du hast richtig Gesicht verloren. Du hast deine ganze Familie einfach blamiert. Ja, und das heißt, man liebt sich nicht, sondern man liebt die andere Person. Attila, danke. Ja, aber die Ehe ist doch kein Spiel. Ach so, okay. Vergnügt mich doch nicht mit einer Frau 3 Jahre und sage, ey, weißt du was, du bist mir jetzt ein bisschen zu ausgeleiert. Ja. Hab keinen Bock mehr auf dich. Aber das bedeutet eigentlich nur, dass man gar nicht erst hätte heiraten sollen mit der Person. Dass man das auch nicht so wirklich wollte, sondern sich dazu überreden lassen hat. Guck mal, glaub es mir. Die Leute, die sagen, ich wurde überredet, das können sie sich in die Haare schmieren. Keiner lässt sich bei einer Ehe irgendwo über. Das ist eine Ehe, das ist kein Spiel. Verstehst du, wenn ich mich auf eine Frau einlasse, da kann die ganze Welt kommen und sagen, ey, pass mal auf, ich lass mich nicht überreden. Mhm. Balkan, Brate, Leute, mal zwei, unsere Wins. Verstehst du, was ich meine? Es ist kein Spiel. Ich muss doch wissen, ich muss doch jeden Morgen aufstehen, ja? Jeden Morgen muss ich aufstehen. Löwe, danke dir. Und die erste Frage, wenn du einen Mann kennenlernst oder wenn der Mann eine Frau, die erste Frage hat, kann ich mein Leben lang vom Schlaf aufstehen und dieses selbe Gesicht sehen? Bruder, da werden einige sagen nein, Bruder. Da werden einige sagen nein. Aber ey, Yasser, bist du selber geschieden, oder? Bist du selber geschieden, oder nicht? Da frage ich mich am Ende des Tages, woran hat es gelegen? Es ist, nochmal, es ist kein Spiel, es ist eine Entscheidung fürs Leben. Und die meisten, das Schärfste ist, wenn man sogar noch ein paar Kinder hat, ja, und man lässt sich scheiden und die Kinder wachsen ohne Vater oder ohne Mutter auf. Das ist scheiße. Wallahi, das ist Katastrophe. Katastrophe für die Kinder. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn man sagt, guck mal, die Ehe ist nicht nur schön, es gibt in der Ehe gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, aber man muss durchhalten. Durchhalten. Nicht bei jeder Kleinigkeit, du bist geschieden, ich habe keinen Bock mehr auf dich, du hast mich angeschrien, wow. Jeder schreit doch. Nee, so meine ich das nicht, aber Priorität sollte sein, dass man wegen dem Gefühl oder wegen der Anziehung heiratet und nicht wegen irgendwelchen Vorgaben oder irgendwas. Und dann finde ich, wenn das so ist, dann muss man ja... Verstehst du, dann macht man das ja alles aus Liebe und dann hat man ja auch Verständnis für die Person. Dann läuft das auch wirklich. Ja, und aber bei der Ehe wird das irgendwann mal Standard. Also kurz und knapp, hart und gefährlich, so. Yasser, was los? Bist du Beziehungsberater geworden oder was? Mr. und Mrs. Smith? Und Yemka, du wirst niemals heiraten, fertig. Du und dein OF da, mit deinen Bildern und Videos, du wirst niemals heiraten. Vertrau mir mal. Also du wirst niemals einen anständigen Mann heiraten, das meine ich damit so. Nein, nicht mal böse gemeint oder so, aber das ist einfach nur die pure Wahrheit. Okay. Verstehst ich war noch verheiratet, deswegen weiß man ich es nicht. Man gewöhnt sich dann irgendwie und das ist... Ey, guck dir mal die ältere Generation an. Die waren 50, 60 Jahre verheiratet. 50, wie haben die das geschafft?
Die haben sich so krass aufeinander gewöhnt, dass sie sich nicht mehr ohne einander leben können. Verstehst du? Und die Liebe, die kommt ja und irgendwann wird sie ja ein bisschen schwächer. Aber wenn man diese schwere Zeit durchhält, fängt die Liebe wieder von Anfang an. Und die wird dann nur noch immer durch die Jahre immer stärker. Aber die meisten haben keine Durchhaltevermögen. Boah, Yasser, du hast mich hart getroffen, ja. Wäre ich eine Frau, ich hätte direkt deine Eier massiert, ja. Ich sag dir ehrlich, du hast mein Herz erobert. Die haben, wie man sagt, die haben keinen Sabr, keine Geduld. Und wer auf diese Dunja, auf diese Welt keine Geduld hat, ich gebe Brief und Siegel, dass er schon verloren hat. Gott ist mit den Geduldigen, wenn er Geduld hat. Leute, na. Das wäre unsere Chance. Ja, Sir, cooler Typ, ja. Versucht gute Werte mitzugeben, was ja auch sehr, sehr schön ist. Aber nebenbei macht er noch Haram-Param mit TikTok. Sehr gut auf jeden Fall. Stabiler Typ, Alter. Heftig, Alter. Nein, um Gottes Willen. Aber er versucht ja immer so gute Werte mitzugeben, so. Und redet ja oft über Religion, was ja auch schön ist, so. Ne, 100%, was ja auch schön ist. Aber dann macht er selber halt, nicht so sauberes Geld mit TikTok, ne? Sagen wir mal so. Ich verurteile hier niemanden, macht was ihr wollt. Ich bin nicht euer Vater, ich bin nix. Ich reagiere nur auf das, was ich sehe. Mich interessiert einfach nichts. Aber wir werden schon sehen. Wir werden sehen, ich bin Ahmad Patron, ich bin unbesiegbar, Abi. Unbesiegbar bin ich, Abi. Was für Polizeischutz, Mann. Ich brauche keinen Polizeischutz vor so einem Peach. Guck dir mal an, diesen laufenden Stock. Er braucht jetzt Polizeischutz vor mir. Habibus, Papa Kralle. Such dir Polizeischutz. Ist besser für dich, bevor wir dich packen müssen hier. Meine Leute sind ja alle kampfbereit. Sie warten ja nur, bis deine Leute kommen. Du mächtiger Patron, du mächtiger Pate, du. Okay? Alte Rentner hast du abgezogen, mehr nicht. Mehr nicht, okay? Mehr hast du nicht gemacht. Du hast nur Rentner abgezogen, Wallah. Und ich setze mich für Rentner ein, weil ich in die Politik will. Versteht ihr? Ich will in die Politik. Ich will Bundeskanzler Ahmad Patron werden. Bundeskanzler Ahmad Patron. Du willst höchstens Bundeskanzler in der Sonderschule haben. Was labert der Vogel da, ja? Leute, tippt weiter auf dem Bildschirm. Tippt weiter auf dem Bildschirm. Tippt ohne Ende, damit jeder sieht hier. Ihr wollt Action sehen? Wallah, ich bin hier, Habibe. Ich bin hier. Tippt alle auf dem Bildschirm. Alle auf dem Bildschirm tippen, dass jeder checkt, dass Ahmad Patron hier in diesem Livestream ist. Weil mein alter, verdammter Account einfach gesperrt wurde. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen tippt alle durch, Wallah, wenn ihr alle 50 waren, jetzt alle fleißig durchtippt, dann sind wir schnell auf 10.000. Weißt du noch, die Schellen, Ken Khaledi, komm rein, wir müssen ja den Leuten zeigen, was Iraner und Libanesen sind, Wallah. Assalamu alaikum. Schuh, 52, ja, Schuh, wie geht's? Wie steht's? Gut, und dir, Dadasch? Aber heute, ich war am Spielplatz, Alter. Drei Kinder, 6 und 17, mein Gott, was vom Schimpfwort Arabisch. Ich bedanke mich doch, wenn ich Geschenke bekomme. Gerne. Bruder, schau mal. Ja. Du warst dabei bei meiner ganzen Karriere, oder, Abel? Ja. Dieser Adriano kommt gerade rein. Und sagt, der hat gesagt, der hat meine Mutters Nummer geschickt für Papa Kralle. Aber der lügt, weißt du, weil der will ja Fame. Du siehst ja, Dadasch. Olum, du willst nur Fame. Fame willst nur du, Amenakoyim. Du willst nur Fame. Wenn du nicht Fame wolltest, was willst du sonst, Amenakoyim? Warum machst du das denn hier sonst alles? Der hat fünf Zuschauer. Der hat zwei, drei Zuschauer seit halbem Jahr, dieser Junge. Wallah. Ich und du zum Beispiel, uns kennt, Deutschland kennt uns, Abi. Oder nicht? Ja, das weißt ich ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, ne, und dann. Ja, ich weiß, Bruder. Ich hab dich. Abi, die Frage ist, wer ich ziehe. Ich hab doch gerade mit Papa Kralle einen großen Beef, oder? Ja. Stehst du hinter mir, Abi? Vor dir. Seht ihr? King Khaledi ist mit mir, Habibe.
King Khaledi ist mit mir und er wird Papa Kalle Ellbogen geben. Also solche Leute, die trauen sich nicht vor mir zu kommen, glaub mir. Nein, nein, die trauen sich nicht, ich weiß, Wallah. Aber guck mal jetzt, dieser Peach will wieder reinkommen, Wallah, King Khaledi, was will dieser Peach? Ich weiß selber. Wen sagst du Peachland, du olle Peachland? Aber zu Peachland, Peach. Ich hab deine Mutters Nummer hingegeben. Du Akkuschalmutter, ich hab deine Mutters Nummer hingegeben. Du Akkuschalmutter. Yo, was los auf einmal, ja? Plötzlich hat jeder die Nummer von Ahmed Patrons Mutter. Was geht hier ab, Digga? Ist doch nicht mehr normal. Ahmed, du hast hier keine Kollegen, ne? Denk gar nicht. Du hast hier gar keine Kollegen. So, Janik, niemand würde was für dich tun. Das weißt du auch selber. Deine Mutters Nummer hab ich hingegeben, du Akkuschalmutter. Anne. Ich hab doch deine Mutter geheiratet und du bist doch du Kelb. Du bist doch dadurch entstanden, du Kelb. Ich schwöre auf meine Mutter, ich hab deine. Adriano, benimm dich, Alter, benimm dich. Du bist doch mein Sohn. Bist du nicht mein Sohn? Du bist doch mein Sohn. Habibi, du bist doch mein Sohn. Du bist ein kleiner Affe. Du bist doch deine Mutter. Dadurch bist du entstanden, du Affe. Und denk nicht, King Khaledi steht hinter dir. King Khaledi und du, ihr beide, wir lass was er gerade über Papa Khaledi genau dahinter. Hast du das gehört? Der deine Mutter genau. Sag, redet nicht über Papa Khaledi, ihr wisst nicht, wer Papa Khaledi ist. Er wird für eure Mutter. Mal gucken, wer Papa Khaledi ist. Ganz Deutschland weiß, wer er ist. Du. Deine Schwester auf Dose. Okay, Adriano, ja, Kalb. Geh raus, ja, Kalb, Wallah, der weiß nicht, wer King Khaledi und Ahmed Patron sind. Also, Ahmed, du bist auf jeden Fall ein Schwanz, ne? Du bist ein Schwanz, der sich entschuldigen musste wie ein Hund. Fühlt sich das eigentlich so an, Ahmed? Fühlst du dich nicht wie so ein Keck? Fühlst du dich nicht wie so ein Keck-Sohn? Ja, nee, fühlst du dich nicht wirklich wie so ein Keck? Jetzt mal Hand aufs Herz, ja, nee, bist du stolz darauf? Ja, bei dir? Ja. Cool. Mag dich, du bist der Beste jetzt. Ich mag dich auch, du bist der Beste. Benimm dich. Salam alaikum, ja? Habibi alaikum salam, mein Bruder. Wie geht's dir, Arrogante? Wallah, gut, ich mach gerade Khair mit Ulmen, ja? Mit Ulmen, was ist passiert, Leute? Ich bin Arrogante und Ulmen sind die besten TikToker. Außer wenn er seinen scheiß Khara-Maskhara-Content macht. Was hat er gemacht? Das sagt der, der auf Koran schwört. Diese Zeichen dabei macht und dann Fitna macht. Junge, ich habe Aufnahmen davon. Also fangen wir wieder an, frech zu werden? Ja, du hast doch angefangen. Ich sag, außer wenn du diesen Content machst, sonst bist du korrekt. Ja, du bist auch korrekt, wenn du nicht gerade über Familie redest und so, ja? Tippen, komm mal zu mir. Nicht verlieren, ja? Benimm dich ja, benimm dich doch. Ja, guck mal, ich sag doch, benimm dich doch, ja? Du hast gerade mein Date gecrashed, Mahmoud. Würde ich gerne zu meiner Frau machen, irgendwann. Guck schon wieder, er fängt an. Bruder, ich habe alles verstanden, so, ne? Ich habe auch schon sehr vieles akzeptiert auf dieser Plattform, so, ne? 100%. Aber wer ist bitte oben rechts dieser Spider-Man, Amanakoim? Wer ist das, Amanakoim? Jetzt macht doch das Herz. Bruder, die Menschen haben so langweilig, das ist unglaublich, ne? Amanakoim, der zieht sich eine Maske an und verdient so sein Geld. Aber schlau, Alter. Wenigstens bummst du nicht seine Ehre. Ja, Kurdas, wir haben kapiert, du bist sein Fangirl. Haben wir kapiert, Junge? In Ruhe, du, mit deinem Son Goku-Ding. Aber guck mal, wie er mit über dich redet. Wallah, Aibia, lass ihn das doch. Das ist ein Ringlicht, Mann. Was für so ein Goku. Wallah. Isabel, thank you very much. Schaut mal, lass Noki nicht verlieren. Wir kommen voran. Spider-Man. Mahmoud, es ist wirklich so weit gekommen, dass du mit sowas abhängst. Aufmerksamkeit. Ich muss das stimmen jeden an. Ich bin ja, noch weil dir nichts anderes mehr übrig geblieben ist. Ja, weil TikTok sich verändert hat. Ihr habt über Jahre diesen TikTok-Fame habt ihr unter euch aufgeteilt und die ganze Zeit dafür gesorgt, dass niemand anderes reinkommt. Ne? Aber jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei. Nein, aber Noki da. Ja, die Bubble ist plopp aufgeploppt. Jetzt mal im Ernst. Und der Bubble-Schleim, der klickt überall. Hör zu. Ja, rede, komm. Du weißt, ich nehme jeden an. Das stimmt gar nicht. Also, Assalamu alaikum, ich nehme jeden an. Ja, ja, ja. Mich hast du früher nie angenommen. BB-Boxer, Assalamu alaikum. Doch, du warst auch immer in Gruppen, wo du gegen die Jazid geschossen hast. Nee. Mich hast du nie angenommen.
gegen Israel geschossen hast. Hast du vergessen? Ja, aber davor nicht. Davor hast du mich nicht angenommen. Du hast mich erst angenommen, als ich 8.500 Follower, 8.500 Zuschauer hatte. Du kannst sogar 80.000 Zuschauer haben. Du bleibst trotzdem ein Schwanz. Fertig aus, Digga. Du hast in deinem Leben nichts erreicht. Dein Vater schämt sich für dich. Deine Mutter schämt sich für dich. Dein Vater ist ein Alkoholiker geworden wegen dir. Ja, nee, du hast aus deinem Leben wirklich nichts gemacht und wirst du auch niemals machen. Erst da hast du mich angenommen. Alle Arrogante hat mich angenommen mit 5 Zuschauern. Ja. Ja, weil du auch ein Kriecher bist, deswegen. Oha, Wallah, Alter, ja, wie redest du? Ja. Redest du? Was denn? Wir kriechen doch alle gerne auf dem. So, hier und da ein bisschen kriechen, ein bisschen da, ein bisschen. Oh, da ist noch ein bisschen Platz. Da ist noch ein bisschen Platz. Ist da noch ein bisschen Platz? Nur ein paar Quadratmillimeter. Ich gehe da ran. Jetzt auf jetzt noch hier unterstützen. Das schön, danke. Leute, alle tippen, liken, Gas geben und Cousin. Mach der Maul den Rumpf, Alter, was will der? Dankeschön, Dankeschön. Also, ist noch auf Kopfhörer, Bruder. Ist vorbei, ja? Ich hab nur nicht aufgegeben. Dankeschön. Oh Mann, okay. Junge, 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 Junge. Noch ist jetzt ruhig. Das könnt ihr jetzt mal schön snipen, ja. Guck mal, viele von denen sind Familienväter, ne? Guck mal, wie schön, Bruder. Die sind einfach Familienväter. Die haben Kinder auf die Welt gebracht. Bruder, das ist das Schönste, was man eigentlich machen kann. Weißt du, was ich meine? Eine Familie zu gründen, dies, das, tralala. Und dann sitzen die da und machen Matches. Bro, seid doch Vorbilder für eure Kinder. Hört auf mit der Scheiße. Seid doch Vorbilder für eure Kinder. Was macht ihr da, bitte? Wallah, was macht ihr da? Was sollen später eure Kinder sagen, denken? Was sollen die später denken? Denkst du, die vergessen das oder was? Internet vergisst nie. Ja, Angst. Alle Angst. Ey, was soll das? Ja, der mit dem Spiel haut er ab, Mann. Ja, weil er Angst hat. Ey, Kurdas. Erzähl. Jetzt bist du nicht mehr so laut, wo dein Baba weg ist jetzt, hä? Doch, Baba, halt mal die Fresse, wie redest du? Lack, wie redest du? Hab mal Anstand, Junge. Zeig mal Respekt. Respekt. Hab mal Respekt, Wallah. Hab mal Respekt, ich hab Respekt. Zeig du mal Respekt. Du Trottel. Oha, jetzt beleidigt der mich auch noch. Sag, ich komme, egal wo du bist. Mach dir keine Sorgen. Wohin denn? Wohin? Hä, wohin? Hey, wohin? Ja, was, sag doch, wohin? Ja. Was denkt ihr? Ich denk mir... Was denkst du da mit deinen Haaren, bevor ich deine Haare lang ziehe? Wow, okay. Alles klar. Nee, damit gebe ich mich nicht ab. Nee, dann gehe ich weg. Nee. Hallo, komm auch. Kommt alle zusammen, Leute. Wir machen das. Du Eri, du. Hä? Komm mal. Mit deinen Haaren. Bevor ich dir die abschneide. Oh, Oxena, einen wunderschönen guten Abend. Ich werde nie verstehen, warum die Leute sich beleidigen lassen und trotzdem bei Ülmen drinnen bleiben. Das zeigt doch uns nur, dass Zuschaueranzahlen wichtiger ist als eure Ehre. Ey, warum lässt ihr euch beleidigen? Geht doch einfach raus. Ihr wisst doch, mit dem Typen kann man nicht anständig reden. Geht doch einfach raus. Ich verstehe es nicht. Ja, nee, die wollen doch mit dem Business machen. Weißt du, was ich meine? Die wollen doch mit denen die letzten, keine Ahnung, Rosen und so mitnehmen. Amenaröm, was ist eine Rose, Land? Ja, nee, der beleidigt eure Familien, Amenaröm. Der beleidigt alles von euch. Aber nein, eine virtuelle Rose ist wichtiger, oder was? Hört auf, Alter. Wallah, die Menschen sind doch alle krank geworden. Bismillah. Ich bin jetzt einfach leise. Nein, Tag. Da wird niemand gesperrt. Schamalak. Audibile. Bismillah. Abdel Amela. Himamela. Hembela. Gulu. Gulu. Haram. Halal. Halal. Haram. Elle. Hemmele. Hemmele. Töbe. Astaghfirullah. Ülmen, du denkst wirklich so, du bist lustig, ne, du Zopfsohn? Denkst wirklich so, du bist lustig, ne? Junge, wie kann man sich den geben? Digga, Walla, der ist doch besessen, der Typ, ja? Richtig unnötig, was du machst. Richtig unnötig. Noch schlimmer ist es, dass diese ganzen Leute da drinnen bleiben. Das ist viel schlimmer, Alter. So, ihr gebt diesen Typen ja auch noch diese Aufmerksamkeit. Klar, wir reagieren ja auch drauf. Aber ich will euch damit zeigen, ey, gebt euch diesen Typen nicht. Das ist nicht richtig, was er macht. Das ist garantiert nicht richtig, was er macht. Er beleidigt Religionen. Er beleidigt Familien. Er beleidigt kranke Menschen. Er beleidigt gerade verstorbene Menschen. Er macht schlussendlich über verstorbene Menschen. Gib doch mal, was ist das für ein Mensch? Weißt du was? Jetzt. Warte ab, was wir mit dir machen werden. Warte ab. Die Einzige, die was dazu sagt, ist halt dieses Mädchen so, ne, sehr, sehr stark. Die ist sogar rausgegangen. Wallah, Respekt dafür, die ist einfach rausgegangen. Aber nein, die anderen zwei wollen natürlich die Aufmerksamkeit noch mitnehmen, ne. Wallah, dieses Mädchen, Respekt an die. Einfach rausgegangen, Alter. Ja, mir auch. Doch, Bruder, ab jetzt match ich. Okay, hast du jetzt deine Antwort bekommen? Inshallah, snipe dich einer weg. Wallah, inshallah. Leiser, ja. Der Wender muss schon richtig spielen. Nix. Inshallah kommt einer und Jalla! Ja, Hartzauer, wie du heißt. Guck mal deinen Namen an, ja. Ein Tipp, wo?
ورك ابو احمد ابوس عينك ابوس. انتبه ابو احمد لكن وين Kralle, was machst du den ganzen Tag da? Wo? Wie ist denn dein Tagesablauf? Mein Tagesablauf, ich bin wie ein Rentner, wallahi. Yes. Ja, aber Anjad, wallah, was machst du den ganzen Tag? Zurzeit mache ich nichts. Du bist immer im Hotel, ne? Nein, ich war gerade bei Khalil, mein Bruder, zu Hause. Ich habe da gechillt. Er hat mir Kaffee gemacht. Er ist richtig gastfreundlich. Aber du machst nichts Großartiges, ne? Nein. Du chillst dein Leben, ne? Ich bin mal Rentner, hallo? Aber mach doch keinen Spaß so. Warum gehst du nicht schwimmen? Warum machst du nichts? Yasser, gehst du schwimmen, Alter? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Yasser schwimmen geht, Bruder. Mit seinem Körper. Der Typ ist 2 Meter, so ein Bär. Stellt euch mal vor, Yasser geht einfach schwimmen, Bruder. Meinst du, der zieht Taucheranzug an? Ich hab auf nichts mehr Lust, ja. Das Leben hat keinen Wert mehr bei mir. Nein, Mann, ja. Voila. Warum? Ich streame gerne, das ist mein Hobby. Tamam, aber guck mal, tagsüber kannst du schwimmen gehen, kannst du Jetski fahren, mach doch irgendwas. Das macht mir doch, sein Jetski habe ich sogar verkaufen lassen, ja. Warum? Keiner hat den benutzt, ja, Sir Wallah. Er hat den gekauft. Was hast du gesagt, Q? Los. Er hat ein Jetski gekauft, ja, Sir. Ja. Wallah al-Adim, keiner hat den einmal benutzt. Doch, ich hab den benutzt. Aber du kannst es dir, du kannst es dir da so schön machen eigentlich. Warum machst du das? Weißt du, was bei mir das Schönste ist? Mein Luxus? Wenn ich essen gehe, ja, richtig in ein geiles Restaurant Fisch esse, das ist mein größter Luxus. Ja, Bruder, nur essen. Und Anziehsachen und so kaufe, schöne Schuhe. Dies, das. Oh, Snoop Dogg, Salam alaikum. Ja, aber, Bruder, keine Ahnung, ist doch kein Leben. Was soll ich denn machen den ganzen Tag? In die Sauna-Clubs wie andere? Da kenne ich auf jeden Fall den einen oder anderen Opa-Livestreamer oder Opa-Influencer. Was heißt Opa-Influencer, Bruder? Da gibt es einige Menschen auf dieser Plattform, die eine Familie haben, aber trotzdem in Sauna-Clubs ihre Zeit verbringen, Alter. Da habe ich schon einige Videos zugeschickt bekommen. Sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Sehr, sehr komisch, Alter. Die haben Familien, haben Kinder, gehen aber in Sauna-Clubs, Bruder. Sehr, sehr eib. Sehr, sehr eib, Wallah. Marcel, das ist nicht mein Stil, Bruder. Zum Beispiel, du gehst ans Meer, du sonstig, dann schwimmst du ein bisschen. Ich hasse Meer wie die Pest. Ich gehe nicht mal in meinen eigenen Pool in die Villa, wallahi. Ich gehe, Bruder. Ich gehe nicht mal in meine Villa nach Tschechme. Ich habe die heftigste Villa, ich gehe nicht mal da chillen. Wallah, ich verstehe dich nicht, Bruder. Wir gehen Freitag dahin. Freitag gehe ich dahin, inshallah. Aber für deine Augen gehe ich dahin. Wallahi, Bruder, genieß dein Leben irgendwie, Mann. Ich habe keinen Bock mehr, yo. Guck mal, was er sagt. Ja, warte, ja, na, musst du es. Omas besuchen. Das mache ich nicht. Wie ist dein Tagesablauf, Yasser? Ich heirate. Wer? Du. Wenn jemand Gutes vor mir kommt, dann mache ich das. Ja, heirate. Ich weiß nicht, Bruder. Du kannst da so viele Sachen machen. Baba Kralle heiratet niemals nur eine Frau. Der Typ nimmt direkt 3 mit, Alter. 100%. Nein, Anjad, du kannst da echt schöne Sachen machen. Es gibt Wo ist die Klimaanlage, Bruder? Mach die sofort an. Warum schwitzt ich fange wieder an zu schwitzen, Jo. Ich glaube, ja. du magst keine Hitze, ne? Normalerweise, ich bin der am meisten Hitze mag, aber hier ist das diese klebrige Hitze, Yasser. Wallahi, die hat mich getötet. Meine Füße schwitzen, Jo. Vielleicht ist das wegen dem Match, so weiß ich nicht. Hammer, Habibi, Hammer. Ja, aber Bruder, so, das ist, du musst da irgendwas machen. Ich glaube, du hast deine Lebenslust verloren. Wallahi, du hast recht. Ja. Du hast wirklich recht, ich habe meine Lebenslust verloren. Ja, Wallah, Bruder, das ist, ich glaube, das ist aber nur eine Phase. Nein, das war auch schon bei mir früher so, bevor ich Knast war. Ja, und durch den Knast ist das noch schlimmer geworden. Ja,
Ja, Yasser, ich will dir was sagen. Yasser ist nicht nur Beziehungsberater, der ist sogar Psychiater geworden. Oder er ist auf einmal Lebenstherapeut geworden, Mann. Du kannst sehr gut reden mit deinen 280 Bitcoins, Alter. Hätte ich 280 Bitcoins, dann würde ich auch mit so einem Lächeln durchs Leben gehen wie du. Aber keiner versteht bis heute, warum du TikTok machst, ne? Das versteht wirklich keiner. Wallah al-Adim, ich meine das, Herr. Wenn ich mein Hotel in Çeşme aufmache, das ist einer der heftigsten Hotels in Çeşme, dann lade ich dich ein, inshallah, dann kannst du für mich Cave machen. Ich sitze nur am Tisch und streame. Wallah, Bruder, wenn ich in den Urlaub fahre oder irgendwo, Bruder, das musst du genießen einfach. Du, dein Ticket ist sogar auf mich, alle ein, ala rasi, yo. Aber Bruder, du musst abschalten, schalt ab. Von was? Von alles. Genieß dein Leben. Wenn ich kein Handy hab, dann ist das für mich kein Leben, yo. Wallah, der Handy ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist besser als Porno-Handy, yo. Mit Handy, das ist wie eine Waffe, yo. Nein, Mann. In Deutsche? Nein, Deutsche. Wieder bei den Flüchtlingen bin ich gelandet, ja. Yasser redet von Abschalten, ne? Aber es gab 2024 keinen Tag, wo der nicht live war. Weißt du, was ich meine? Yasser ist Maschine, Arbeitstier. Arbeitstier, TikTok live gehen, Arbeitstier. Bruder, ich weiß nicht, mal gucken. Geh, guck mal, Türkei ist, Bruder, Türkei, es gibt Orte, die sind zum Feinsten. Çeşme ist das Heftigste in ganz Türkei. Ja, ja, Wallah. Wallah. Ja? Leute, passt auf, er will mich vielleicht ablenken, nur noch 30 Sekunden. Crazy Loco. Arafat, unseren AB holen wir auch zu uns. Natürlich, ohne Arafat gibt's die. geht nicht, ja. Darabni, wallahi. Tepu. Ah, da kommt er wieder. Da kommt Nabil wieder. Nein, wallahi, das war er nicht. Leute, sniped ihn weg, sniped ihn weg, sniped ihn weg. Passt auf, Khalilo. Boah, Yasser, ich glaube, du musst mal wirklich hier abschalten auf dieser Plattform, Digga. Du musst mal abschalten und in den Urlaub fliegen und keine Ahnung, irgendwas machen. Denn da, TikTok hat dich krank gemacht. Das sieht man doch, Bruder. Manche Menschen haben sich verändert wegen TikTok. 100%, Bruder. Das ist einfach schnelles Geld machen. Alles schön und gut. Geld stinkt nicht, Yasser, haben wir verstanden. Aber Bro, du übertreibst, Alter. Ja, dir geht's doch mehr als nur gut. Was machst du den ganzen Tag, Bruder? So. Say mashallah. Du bist ein kleines zu meiner Shahada. Yeah. Und was hier? Wie fandest du meine Shahada? Ey, ist das deine. Also macht dir das Spaß? Machst du das so leidenschaftlich? Wie fandest du jetzt meine Shahada? Was bist du für ein Landsmann? Jude? Wie fandest du meine Shahada, ist die Frage zu schwer. Landsmann Jude. Ach so, okay. Haben wir jetzt verstanden. Landsmann Jude. Ülmen, du bist aber auch so ein Kelp, ne, Ülmen. Ülmen, du bist so ein Kelp. Du nimmst immer nur Leute rein, die zwei Gehirnzellen haben. Ülmen, du bist aber auch so ein Kelp. Du nimmst immer nur Leute rein, die sich gar nicht richtig artikulieren können. Man merkt auf jeden Fall die Kuh wie Ameisenbeine. Weißt du, was ich meine? Nimm doch mal jemanden rein, der wirklich Ahnung hat. Nimm doch mal jemanden rein, der sich wirklich artikulieren kann. Der richtig sprechen kann. Nimm doch mal so einen rein. Da sieht's auf jeden Fall sehr, sehr schlecht aus für dich. 100%. Ja? Ey, ist das dein Ernst? Bruder, also meinst du das ernst? Machst du das öfter? Ich nix deine Bruder. Machst du das öfter? Weißt du was? Nein, ich will nicht mehr mit dir live sein. Beruhig dich erstmal. Ey, komm mal zurück. Islamhasser. Ex-Muslim. Er ist doch kein Türke, Mann. Ex-Muslim, komm mal hin. Hast du dich beruhigt? Ex-Muslim, wie geht's? Hast du dich jetzt beruhigt? Er ist Türke, der ist kein Türke, der kann kein Türke sein. Doch, ich bin Türken. Ich bin Türken. Ey, das gut, dann mach's gut, ja? Schön alles klar, ich wünsche Spaß. Der hat mitgewippt. Ja? Hat der die Shahada gefeiert, ja? Hey, TikTok sportlich, ich habe eine Refluxmuskelstörung. Wallah. Hört ihr, was er sagt? Kleine Kinder hören das und denken, das wäre irgendwie lustig oder so. Das ist nicht lustig. Das ist garantiert nicht lustig, was dieser Typ hier den ganzen Tag macht, Alter. Junge, was bist du für ein schrecklicher Mensch, ja? Akzeptier doch einfach jede Religion, akzeptier doch jeden Menschen so, wie er ist. Was ist los mit dir, Digga? Was bist du für ein Mensch, Lan? Geht's dir gut? Hast du keine Freunde, die irgendwie, keine Ahnung, was dazu sagen? Du musst doch irgendeinen Menschen in deinem Umfeld haben, der dir sagt, dass das nicht richtig ist. Das ist nicht richtig, was du machst. So habe ich nichts von ihm gehört. Guck mal, ich muss etwas über Barello sagen, ja? Ich weiß, was du sagen willst. Ich kann mir schon denken. Darf ich kurz nur zwei Sekunden was? Wallah, du weißt nicht, was ich sagen will. Er will wieder einen Film machen. Nein. Was denn?
Nein, nein, nein. Wallah, das wollte ich überhaupt. Er guckt meine Stories bei Instagram. Ey, ganz ehrlich, Barello ist verrückt. Barello hat eine Klatsche. Was ist denn, der ist in Ordnung? Ich habe ja nichts gesagt, der ist in Ordnung, aber der will, glaube ich, wieder einen Film machen. Bruder, guck mal, diese Fitner, was er damals immer gemacht hat und was er immer gemacht hat, das war so sein Content, weißt du, was ich meine? Anjad, er hat das nie böse gemeint. Nein, nein, ich kenne ja diese ganzen Streams. Barello, wo er live war, Bruder, so viele Leute sind ihm in den Rücken gefallen. Wallah, ich muss das ehrlich sagen. Haram, Wallah, man muss recht reden, Anjad. Ah, Q, du schreibst mir, ja? Bruder, tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe, Yasser. Alles gut. Wo er gute Zuschauer und so hatte, waren alle bei ihm, ne? Waren alle bei ihm und dann, wo er gesperrt wurde, kannte ihn plötzlich keiner mehr. Ja. Obwohl die Leute, die waren ihn, haben ihn 70 Mal am Tag angerufen, lass uns hier, lass uns. Sobald er gesperrt wurde, Bruder. Ja, ich weiß schon, was du meinst, Wallahi. Haben ihn alle gesagt, Assalamu alaikum. Und das, Wallahi, das war scheiße. Ja, aber die Menschen sind doch so, Yasser. Bruder, guck mal, ich habe mich oft mit ihm gestritten, was Wallah, ich habe ihn nie hängen lassen. Wallah. Wallah, ich habe ihn nie hängen lassen. Ich weiß, was du meinst, ich glaub dir das. Zum Billah, ich habe ihn nie hängen lassen. Und ihr könnt ihn selber fragen, ich habe ihn nie hängen lassen. Ich war zwar sauer auf ihn und alles, aber 2-3 Tage später habe ich gesagt, scheiß drauf. Ja, normal, der hatte trotzdem immer seine Stammzuschauer, egal welcher Account. So, ne, Barello ist der größte Streamer hier auf TikTok, 100%. Normal hängen alle an seinen Eiern. Wallah. Sag nicht Wallah, Digga. Wallah, Billah. Töp ist da Filler. Ja, dann danke, dass ihr da wart, okay? Ich mach euch dann mal raus. Warte. Auf was? Ist da ein Mädchen, wo Ding lila ist? Hä? Hol mal ein Mädchen rein, wo sein Profilbild lila ist. Ein Mädchen. Meinst du die, oder was? Ja. Aber die war doch heute Mittag schon drin. Ja, ich weiß, lass sie drin. Warum? Ich muss dir was sagen. Okay. Was denn? Ey, Jano. Jano. Ja. Bro. Ja. Ich schreib dir dann, ta? Tamam. Halt. So cool, ich jetzt sagen, weil da bin ich, das ist mal bitte lach nicht so behindert, Walla. TikTok sportlich, Walla. Ist noch Schweinefleisch mit keine Ahnung. Hallo, es gibt kein Eis. Doch, und Gelatine mal. Ja, achso, hey, gibt's Eis mit Gelatine? Ja. Ja. Ja, guck, Walla. Nicht so hässlich. Sag Walla, nicht Walla, ich schlag dich sportlich. Was bist du denn so aggressiv, seitdem deine Freundin da ist? Was soll denn das? Sie war schon ist nicht meine Freundin, ich kenne sie nicht, aber sie hat einfach gesagt, ich soll schreiben. Ach so, ja, ich wollte dir was sagen. Schämst du dich für sie? Seid ihr keine Freunde? Nein, sind wir nicht, aber sie ist halt nett, hey? Also auf jeden Fall, Ülmer, nimm doch mal endlich Leute rein, die kein IQ haben, wie Ameisenpeine, ja? Nimm doch mal Menschen rein, die wirklich Ahnung haben. Nimm doch mal Menschen rein, die reden können, ja? Was bist du für ein Opfer, ja? Weil er nimmt extra immer jüngere Menschen rein oder Menschen rein, die nicht richtig sprechen können. So, weil er dann immer diesen Kampf gewinnen wird. Versteht ihr? So, er wird diesen Beef, was die da gerade haben, gewinnen, weil die anderen nicht richtig reden können. Was ist das für ein Spiel, Junge? Sie haben mich angeschrieben. Und? Guck mal, ich wollte dir was sagen. Hast du dir jetzt einen Hijab gekauft? Ich habe dir eins gezeigt von Nike. Ey, ich will gerade was anderes sagen. Das ist gerade kein Thema. Ich habe zu dir gesagt, dieses Mädchen, ne? Du hast auch gesagt, warum sie sich schminkt und so. Aber es ist nicht haram, dich zu schminken. Du darfst dich schminken. Ist kein Problem. Doch, dass eine Muslima sich für ihren Mann oder so schminkt. Aber zum Nein, du machen musst. Ja, aber zum Wudu machen musst du normalerweise die Schminke wieder abnehmen. Es ist nicht möglich mit Schminken. Ja, für ihren Mann darf sie sich schminken, aber sie schminkt sich ja und geht dann raus. Ja, sie hat mal. Sie trägt. Wie viele Männer hat sie denn? Ja, keine. Wenn auch 10 und jetzt juckt dich das! Du darfst nur eine haben als Muslima. Mein Jack. Ja, du bist auch kein Muslima.
Stimmt, ich bin Moslem. Muslim. Ja, ja, mit Schweinefleisch bist du Moslem. Ein Böse bist du. Muslim bin ich, richtig. Nein, ist doch Fullah, bist du nicht. Doch. Du isst Schweinefleisch, also bist du nicht. Doch, bin ich. Kannst du die Schahada? Ja, ich kann die Schahada. Ja, dann sag. Ölmann, der Schwanz nimmt bewusst doch gezielt diese Leute rein. Ja, nee, wie kann man sich den freiwillig geben? Da gebe ich mir lieber der Zbikir, Alter. Da guck ich lieber der Zbikir seine Livestreams. Beleidigt einfach die Schahada. Hey, warte mal ganz kurz, wie fandet ihr meine Schahada? Nicht gut. Respektlos. Ja, respektlos. Respektlos. Warte mal, warum? Ja, weil du einfach beleidigst. Na, Leute, danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Dankeschön. Ich hab nicht beleidigt. Also, ja, nein, gar nicht, gar nicht. Ich hab nichts beleidigt, ich bitte euch, okay? Alles ist cool. Ich hab Shahada. Was das deine? Ist richtig, das ist richtig reib. Das ihr wolltet nicht. Shahada, ihr habt Shahada gekriegt. Das aber ist aber kein Shahada. Das ist keine Shahada. Okay, weißt du was, dann machen wir eine Abstimmung, okay? Wir machen eine schnelle Abstimmung. Mal gucken, wie die Leute es fanden. Lachendes Emoji für war gut, heulendes Emoji für war nicht gut. Leute, stimmt jetzt bitte ab. Ich will eure Meinung jetzt wissen, wie ihr die Schahada fandet, ja? Digga, schämt euch alle, Bro. Dalla. Nein, ist wirklich nicht lustig, sowas. Inshallah, bestimmt. Guck mal, die meisten hier in den Kommentaren sind Christen, aber würde man sowas über den Christen du weißt doch gar nicht, ob das Christen sind doch, oder nicht. Hör auf jetzt zu hetzen, hör auf damit. Wallahi, du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Sag nicht Wallahi. Nicht. Wallahi, Abdurrahmanahi, du weißt es nicht. Egal welche Religion, niemals würde man sowas Danke, tun. Danke Leute, dass ihr alle abgestimmt habt, ja, von 666 Leuten. Was für eine tolle Zahl. Haben gerade 200 Menschen abgestimmt, ja. Das heißt, 420 Leute sind zu faul gewesen, Gott, bisher abzustimmen. 400 Leute sind zu faul, um auf ein Emoji zu klicken. Toll. Klasse, danke auf jeden Fall. Ja, die gucken auch einfach nur, um zu sehen, wie du dich blamierst. Die Hälfte deiner Zuschauer, die feiern dich nicht. Die gucken einfach nur zu, wie du dich blamierst. Die trollen dich. Aber das checkst du nicht. Du denkst, du bist ein Superstar. Dabei bist du ein arbeitsloser Penner, der keinen Bock hat zu arbeiten und deswegen, ja, Skandal auslöst. Damit er dadurch sich irgendwie sein Brot finanzieren kann. Damit er wenigstens sich damit ein bisschen übers Wasser halten kann. Aber du bist ein kleiner Schwanzölmann. Du bist ein richtiger Schwanz. Aber darum, du gehst nachts schlafen, bist dabei live. Er geht live, lässt seinen Livestream an und schläft dabei mit der Hoffnung, dass Leute denen irgendwas spenden. Du bist ein Keck. Du bist ehrlich ein Keck. Das ist mein mitnehmen. Wala Bila, warum soll ich mich schämen? Ich bin der auserwählte Muslim. Astaghfirullah. Und sowas nennst du dich Muslim, ne? Ja, ich bin Muslim. Guck, ich beweise euch. Ich bin Ey, Muslim. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool. Ich bin ein Euro-Muslim. Ich bin ein Euro-Muslim. Das ist krank, recht langsam, Junge. Ja, wir müssen ich bin ein Euro-Muslim. Jemand muss dich in Müll schmeißen, dann kann ich bin ein Euro-Muslim. Alhamdulillah, ein Euro-Muslim. Das ist krank, Wallah. Hör auf damit jetzt. Du bist gratis. Nein, ich bin ein Euro-Muslim. Nein, bist du nicht. Sogar ein Cent hat mehr Wert als du, Mann. Ey, diese Leute in den Kommentaren, ne? Du, wer auch da geschrieben, Carlos, warte ab. Oh, die Leute wollen Zugabe. Es ist eine Zugabe-Wave entstanden. Oh mein Lala. Na gut. Was für ein Zufall, dass ich noch was, groß, ne? Was im Repertoire habe. Wartet, Leute, das gehört ja, nicht zu meinem Repertoire. Ihr unterstützt einen Ölmann wie ihn, der einen Islam in den Krieg zieht. Und unterstützt das. Ne? Ich supporte den friedlichen Islam. Ölmann, ja, Müllmann. Also ich gebe mir den nicht mehr, ich gebe mir diesen Ölmann nicht mehr. Dein Vater ist so abgekackt wegen dir. Dein Vater ist wirklich so abgekackt wegen dir. Man sieht ihn in Saunaclubs an Automaten und verballert dein Kindergeld. Du Göttweren. Du bist so ein Mensch, dich braucht der Rest mein keiner irgendwie, Ölmann, ja? Dich braucht man einfach nicht. Du bist wie Luft einfach da. Du juckst niemanden. Und das sage ich dir im Guten. Du juckst wirklich niemanden. Ja, meine Freunde, was soll ich euch noch dazu sagen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.